Ja, ihr habt richtig gesehen. Die hatten Räder auf dem Rücken. Das hier ist nämlich Robotech Invasion. Ein Spiel, das auf dem alten Robotech-Anime basiert, der ja damals die Kampfroboter und Mechs und Transformer und diesen ganzen Kram sozusagen erfunden hat. Ich gebe zu, es sieht nicht besonders beeindruckend aus, ist eigentlich auch ziemlich simpel, aber allein wegen diesen Motorradeinlagen finde ich es trotzdem irgendwie cool. Obwohl die Grafik ziemlich schlicht und die Waffenauswahl eher karg ausgefallen ist, bietet Robotech Invasion für günstige 20 Euro doch eine ganze Menge Abwechslung. So müsst ihr zum Beispiel Artillerieeinheiten davon abhalten, eine Brücke zu sprengen oder eurem Partner per Sniper-Modus Deckung geben, während er einen langen Umweg zu eurer Position macht. Letztlich bleibt Invasion aber dann doch ein relativ simpler Ballerspaß, der dank der leider ziemlich dämlichen Gegner für erfahrene Zocker keine große Herausforderung darstellt. Spaß ist aber trotzdem dabei, immerhin dürft ihr massenweise Aliens mit eurer Laserwumme abschlachten.